Wo ich schon mal dabei bin, hier gleich hoch zum nächsten Video. Interessant dahinter die Skalarwellen, die Wolken gestalten, auch nur wenigen Menschen bekannt. Hübsche Häuser überall. Auch auffällig, wie spitz der da so rausragt, wie ein Zahnstocher. Seht mal einen Pfleghof. Hier mit dem Doppeladler. Ich erinnere an, was ich ausführte, könnten das wirkliche Gewalten gewesen sein, die damit symbolisiert waren, ins Bild gebracht. Zumal der da oben drüber normal ist, 4. Also da ein I ist. Seht ihr? Naja, ihr seht schon. Geheimnisvolle Türchen. Wer da wohl ging, so ein und aus. Vielleicht die besagten Heinzelmännchen. Gucken, ob wir hier noch so eine alten verzahnten Bauweise finden. Ne, hier schon nicht mehr, alles noch parallel. In Schichten. Hier geht's hinein. Ich weiß jetzt auch, was mit uneinnehmbarer Festung gemeint war. Es war dann einfach zu anstrengend, da hochzulatschen. Nee, nee, Quatsch, die waren schon fit. Mit 40 Kilo, 30 bis 40 Kilo Rüstung plus Waffen. Da hüpft niemand den Berg hoch. Hurra! Stürmt sie! Da wären wir wahrscheinlich nach 10 Minuten völlig außer Gefecht. Na, wo gehen wir denn mal lang? Jetzt nur noch Wiese. Das war's wohl mal. Hier werden die Steine wieder merkwürdig mächtig. Fällt mir so auf. Fußvergleich. Aber auch mega viel Mörtel genommen. Ich erinnere mich an die Kunst des fugenlosen Bauens mit Megalithsteinen. Die hat man alles Mögliche genommen, es sieht sehr hübsch aus. Da haben wir die das Kapellchen. Der dicke Turm. Schön mit dieser Holzverkleidung. Wer wüsste noch zu sagen von euch, was das Wort Erbauung beinhaltet? Welche Erlebniswelt? Was geschieht dann im Inneren, wenn es erbaut wird? Hier meine Lieblinge, von denen ich bis heute gerne wissen würde, wo man da was eingefüllt hat. Na, hier ist sogar mal ein Löchlein, ausnahmsweise. Aber diese Teile sind so schwer, sich zu ahnen. Und damit soll Napoleon dann irgendwie, kann ja sein, was weiß ich, irgendwie, ich weiß wie viel, 3000 Kilometer nach Moskau gelatscht sein? Hm. Naja. Hier unser Ausblick. Ganz wichtig. Ausblicke.
Das habe ich auch in Marburg sehr genossen, wo ich mal gelebt habe. Den Blick vom Schloss. Wieder mitten hinein. Ich möchte euch Anteil haben lassen, wie sich das Geschehen weiterentwickelt hat. Mit dem Frauenmenschen, der da ganz neumodische Vorstellungen von Einladung hat. Ich sprach von einem heiligen Gastrecht. Und dort herrschen, insbesondere ja in der Frauenwelt, herrschen da ja, die wir schon weitlich herausgearbeitet haben, immer eigenartige, wechselnde, nie wirklich zu greifende oder formulierte Vorstellungen. Alles ergibt sich oder es ist verständlich, wenn wir die Gewebekunde, wie man in einem Gewebe drinsteht, hat im Hintergrund, wo man nicht im Grunde nie genau wissen kann, wann sich ein Gleichgewichtszustand irgendwie einstellt. Man hat eben alles mitzumachen. Mein berühmtes Beispiel war die Love Parade, den Druck, den Zug und so weiter. Und über der Menge, der Herde, wie auch immer, waltet eine größere Weisheit, jene Weisheit, der wir auch heute dem Team Geist zutrauen. Wird nie genau formuliert, wer ist das, wo wohnt er, was ist der Teamgeist, was, ne, Happa Happa und so. Ja, sagt man ja nur so, aber rechnet konkret mit ihm. Das ist ja das Problem, das Grundproblem unserer Zeit. Siehe alle Serien, alle Videos anschauen, insbesondere das jetzige auch, wird nicht verstanden werden können und mehr zu Missverständnissen führen, als zu sonst irgendetwas. Thomas Christian aus Esslingen. Also Love Parade, ein Wesen, das die Kunst des In-Beziehung-Stehens gelernt hat. Und deshalb finden wir bei den Frauenmenschen ja diese große Fähigkeit, aber auch Bereitschaft zur Anpassung. Ich habe mal erwähnt, dass es wird heute natürlich einseitig als Unterdrückung dargestellt, aber Frauen suchen auch heute noch regelrecht, dass sie, wenn sie einen neuen Partner haben, dann irgendwie da eine Nische finden können in einem gegebenen Rahmen. Sich selber einen Rahmen zu geben, fällt Frauen schwer, ist auch in Ordnung, weil jeder hat so seine Aufgabe im Kosmos. Auch heute noch halte ich es für wichtig, dass wir das mit diesen Geschlechtern männlich-weiblich in dem hier nun ausgeführten Sinne mal klar kriegen und dass dann jeder auf dieser Freiherren-Frau-Herren-Stufe oder zumindest in die Richtung dann halt auch mit den Kräften umgeht, die eine Frau einsetzen kann als die berühmten Waffen der Frau. Er hat irgendwie keine Waffen, also irgendwie gibt es da kein Pendant dazu, außer vielleicht seinen Starrsinn und seinen Revolver und seine Macht, die immer mehr natürlich heute einseitig, Macht wird natürlich verteufelt, obwohl, dass man alleine durch Liebesentzug, durch Verweigerung auch von Sexualität, dass man dadurch eine womöglich mindestens genauso starke Macht ausüben kann und andere lenken kann, was ja ein Eingriff in den freien Willen des Menschen ist. Oder andererseits, andersrum gesagt, eine Lähmung des Willens bedeutet, einen Eingriff überhaupt in das Willensgeschehen eines Menschen. Das wird natürlich nicht thematisiert. Hängt auch mit dem Zeitgeist zusammen. Ich erinnere noch einmal an unsere Situation von wegen heiliges Gastrecht. Wir sind genauso nackt, wie wir alle heute rumlaufen. Und die Damenmenschen auch so, dass man dann alle Schlitze irgendwie sieht oder ahnen kann. Es macht überhaupt keine Freude mehr, kein Geheimnis, kein gar nichts. Auch sich selbst sind die Frauen noch kein Geheimnis mehr. Das ist ja das Ding, weil ja alles, weil ja die Entwicklung von Scham unterbunden wird. Ja, sogar haben wir gestern in einem Buch lesen können, vor 2 oder 3 Videos, mit dem Fight und der Schattenarbeit, was man in vielen Büchern liest, dass man ja auch dann, es gibt ganze Seminare, wie man schamlos wird. Ja, die schamlos wird, also schamlos wird. Auch da wird wahrscheinlich nicht differenziert zwischen falscher Scham, die einem eingeredet wird, verschämt sein, und jener Scham, wo es darum geht, im Unterschied zum Charme, jener Scham, wo es darum geht, etwas, einen eigenen Raum zu haben, den man als heilig empfindet, wo man etwas an seinem Busen nähert, wo früher das Medaillon der oder des Geliebten waren, getragen worden sind. All diese Dinge scheinen hunderte Jahre her, auch wenn wir noch bei Goethe oder so in diesen ganzen Schriften von dieser Welt umgeben sind und auch in diesen ganzen Gebäuden
die wir heute noch so lieben. Es sind nur noch äußere Hüllen, aber was dort mal lebte als Geist, zum Beispiel sowas, das ist ja vollkommen ausgerottet worden. Ist doch in Ordnung so. Wir stehen jetzt also mit Leggings und nackt und überhaupt im Bikini und so in der Welt und nackt auch. Wir haben auch, sagt der Roter Stern, auch ganz, ganz real alles vergessen. Wir sind amnestisch. Einstmals war es ja so, dass du auf die Welt kamst und dich mit der Muttermilch eingesogen hast, die gesamte Geschichte deiner Ahnen. Du hast alle ihre Gefühle selbst, ihre Gefühle und Gedanken, ihr komplettes Innenleben. Das mag jetzt nicht so reich gewesen sein wie unseres, weil man damals ja sehr viel weniger Input hatte und ruhiger gelebt hat, aber immerhin bis hinauf zum Stammvater hat sich jeder Einzelne erinnert, als wären es seine Erinnerungen, seine Urlaubsreisen, seine Kriege, seine Taten, seine Frauen, Kinder und so weiter. Das alles lebte im einzelnen Menschen und wir werden heute gerade in Bezug darauf absolut amnestisch geboren, ohne jegliche Erinnerung, wer wir, wo wir nochmal hin wollten oder wer wir waren, woher wir kommen und wo wir hin wollen. Gerade vor dieser Situation, dass wir jetzt eine auch mit der Anthroposophie, mit Hilfe der Anthroposophie uns und des Reisens durch diese Lande, auch schon auf der Gralstour, uns bewusst machen konnten gemeinsam, es liegt immer an dir, mein lieber Mitmensch, dass die Menschheit aus einer, also dass dort eine Linie war, ein Vorwärtsschreiten in der Menschheit von einem Gruppenbewusstsein in Richtung Individualisierung. Dort mag es Übergangserscheinungen gegeben haben, verwirrendste Dinge, die passiert sind. Das ganze Leben ist ja nun keine Gleichung, also von daher müssen auch immer chaotische Zonen da sein, wo sich alles auflöst. Aber auch zu dem Hauen und Stechen, Blutvergießen haben wir nun eine neue Haltung gewinnen können, weil die ganzen Verhältnisse dazu dienten, den Avatar immer weiter zu verfeinern Richtung Avatar 7.0 oder jetzt dann 8.0, wenn wir uns denn aufschwingen wollen. Und so, wenn wir diese ganze Menschheitsreise betrachten, wenn wir uns denn ja dazu bequemen, auch das Geschichtsbild zu überwinden, das wir in der Schule hatten, das Geschichtsdesinteresse vielleicht auch zu überwinden und auch uns selber vorzulegen, ja, das glaube ich nicht, warum glaube ich etwas oder warum glaube ich etwas nicht, bin ich ein Wissenschaftenwollender oder bin ich irgendein Gläubiger und dann einfach mal euch mit dem genauso beschäftigt, mit den Sagen Odysseus und all dem, was wir uns angeschaut haben, so dass es immer plausibler wird, ja, es gab da offenbar ein Fortschreiten der Menschheit, vielleicht manchmal ein bisschen verwickelt, das klären wir aber auch hier und da auf, warum es verwickelt sein muss, warum neue Elemente sich mit alten paaren müssen, haben wir auch schon, ne, dass im Erdreich der Mutter dann aus der und der und der Blutslinie eine neue wird und ganz neue Möglichkeiten und Impulse, so. Wenn wir vor dem Hintergrund uns sehen, dann kommen wir heute also aus einem Gestern an einen Nullpunkt. Also muss doch die Frage, wird die Frage vor einem solchen Hintergrund einen anderen Gehalt bekommen können, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich sage das auch an die Adresse all der von mir natürlich sehr begrüßten Menschen, die, wie ich auch, die Wege in die Zukunft suchen, so wie ich meinen Beitrag genannt habe, die Wege aus der Krise ja und in die Zukunft hinein, auf meinem Thomas Liebel, die auf meinem Blog. Also wenn wir uns gestern wissen und die Entwicklung der Menschheit zum heutigen Stand und wie sie sich auch weiterentwickeln soll, dann werden wir die Frage sicherlich anders bewegen, wohin es jetzt gehen soll, was jetzt Prioritäten zum Beispiel sind, als wenn wir das nicht haben. Wir werden auch ja, ich bleibe mal bei den Prioritäten. Ich höre heute immer wieder, also als erstes müssen wir mal irgendwie Häuser bauen. Würde ich sagen, nein, es gibt genügend Häuser. Es gibt ganze leerstehende Städte und Dörfer. Kein Problem. In der heutigen Zeit, es war damals so, alles war gestaltet, auch die Burgen und die Städte. Wir erfahren von sehr vielen Städten, gerade in diesem eigenartigen 18. Jahrhundert, die einfach da waren. Einfach in Windeseile in einem Jahr, selbst bis in die USA können wir es verfolgen, aber Tausende und Zehntausend Objekte in einem Land, das in der Wirtschaftskrise war, im sogenannten New Deal, also der neue Deal, bitte bei John Levi anschauen, also John, J-O-N und dann L-E-V-I, John Levi, eines der letzten oder vorletzten Videos, wo er das mal, wo es eine Landkarte, eine Map gibt, so, wo dann die ganzen Orte drauf sind, was dort alles angeblich gebaut worden ist, es mutet gespenstisch an und man fragt sich nur, kann das wirklich gewesen sein oder ist es, wie man sagt über Angkor Wat, dass diese Städte
Ja, letztlich, Imaginationen sind der Götter. Könnte es sein, dass die Dinge aus dem Boden wachsen, aus dem Boden schießen? Es würde zumindest zu meiner These passen, These, auf die sich auf sehr, sehr vielen, auf eine sehr breite Basis stützt, nämlich, dass alles bisher ein Setting war zur Erziehung von und Kultivierung, also Erziehung von Avataren und Kultivierung von ganz bestimmten Eigenschaften. Und diese Eigenschaften, das heißt, und jetzt, das Theater ist aus, das heißt, wir können die Kulissen abbauen und jetzt in der Zukunft wird es gar nicht so sehr gehen, was wir für tolle Gebäude bauen. Selbst Fachwerkgebäude werden uns gar nicht mehr so sehr wie am Marktplatz dort interessieren als Aushängeschild oder sonst irgendetwas, sondern wir werden soziale Kathedralen bauen. Die Baukunst, ich sage es noch einmal, der Mensch wird sich auch verändern. Dahingegen, dass er sich wirklich Gebäude imaginiert und dann kann er darin wohnen, aber nicht mehr seinen eigenen Leib zu bergen, was heute nun das Hauptmotiv ist für die Leute, so mein Haus, mein Boot, also mein eigener Traum, mein Einfamilienhäuschen oder gerne auch mein Fünffamilienhäuschen, wo ich alleine drin wohne. Das ist ein Gang in die, also die Entwicklung war zu Ende und jetzt gehen wir quasi, jetzt bohren wir uns in den Boden hinein mit dieser Entwicklung. Wir haben in den Kulissen das gelernt, durch die Kulissen, durch die Städte, die ganzen Ständeordnungen, alles was da war, haben wir in verschiedensten Leben gelernt, in unterschiedlichsten Kulturen, was es zu lernen gab. Und mit dieser, noch einmal, mit diesem Hintergrund an das ganze Menschsein herangegangen, auch an die Zukunftsüberlegungen, auch an die, was wollen wir voneinander herangegangen, werden sich völlig neue Horizonte öffnen müssen. Auch in Bezug auf die Frage, wie ist es denn mit diesem Frauenmenschen, der mir dieses Gastrecht verweigert hat, denn eigentlich nun weitergegangen, wie wollen wir das im Gastrecht handhaben und so weiter. Es taucht ein Problem auf und da bitte ich auch das letzte Video da nochmal im Hintersinn zu behalten. Irgendwann schau dir alles nochmal neu an, es baut wie gesagt aufeinander auf. Dass jene, die sich immer für, also die Frauenmenschen, immer für das interessieren, also in sehr neugierig, im Unterschied zum Interesse, weil beim Interesse, da schlüpfe ich so ein bisschen in die Haut und versuche nachzufühlen, das braucht doch Zeit, Meditation und so, nachzufühlen, wie geht es jemandem und wo möchte im Grunde seine Haut auch hinwandern, das sind, davon möchte ich heute reden. Also man kann jetzt so die eine Seite schlüpft in die Mokassin des anderen, um ihn zu verstehen, aber auch fühle nach, wohin denn sein Weg führen möchte. Denn nur dann bist du in der Lage, ihm den Weg zu weisen oder zumindest ihm zu helfen, seinen Weg auch zu finden. Das wäre, dazu schlüpft man in die Haut und Kleidung und auch einfach in den anderen Menschen hinein, versetzt sich in ihn hinein. Das ist das, was der Urfrauenmensch immer geübt hat, ganz in dem Wesen drin zu sein. Die eine Pflanze möchte zum Licht wachsen, die andere mehr dahin, die andere so, die eine braucht den Nährstoff. Also jeder aus ihrer Beschaffenheit auch und wohin sie auch möchte, mit wem sie Nähe sucht und zu welchen Sternen, nach welchen Sternen sie greifen möchte. Dass wir uns dem Mitmenschen nun erkennend so gegenüberstellen, um ihnen zu helfen, dass ihre Mokassin den richtigen Weg finden. Das ist nur mit Interesse zu schaffen und einer gewissen Ausbildung, einer künstlerischen, wissenschaftlichen Ausbildung, dass man überhaupt erstmal an einen anderen Menschen herankommt, da spreche ich noch drüber. Aber was wir heute sehr leben haben, also sehr stark leben haben, ist das saugende Prinzip eben des Frauenmenschen, das dann zur Neugier wird, die aber nur dazu dient, um im Inneren so eine gewisse Sucht nach Neuigkeit auf egoistische Art zu befriedigen. Egoistisch deshalb, weil mit den Informationen nichts gemacht wird. Es ist auch sehr interessant, in diesem sich einverleiben, wird es sehr persönlich. Also Frauen sagen ja auch, das macht mich so betroffen. Wir haben heute das Phänomen, dass Frauen Menschen verwechseln, was denn, ich habe schon mal erwähnt, was denn eigentlich ein privater Raum und ein öffentlicher Raum ist. Indem sie sich quasi mit ihrer Sucht das und das und das alles einverleiben. Auch so schön, wunderbar, das ist dann häufig auch ganz egal, trotz aller Umweltbewegungen. Es interessiert nicht wirklich, ob er nun der Fairtrade gehandelte Kaffee ist oder sonst was Kaffee oder Kleidung. Der eine hat mehr Bewusstsein, andere weniger, aber keiner interessiert sich wirklich. Zum Beispiel ist das vor dem Hintergrund des Gesamthaushaltes einer Erde, einer Region und vor dem Hintergrund, dass andere Menschen vielleicht leiden, weil es eben doch nicht fair ist oder weil sie einen Mangel leiden in irgendeiner anderen Art.
Es wird sich mehr für das Produkt und für die Stillung des eigenen Bedürfnisses an Neuigkeiten, an Produkten und so weiter interessiert, als darüber, wie es den Menschen geht, die mir das erzeugen. Oder wie den Menschen, wie es ihnen ergeht, die mir von ihrem Kummer vielleicht erzählen. Diese selbstische Befriedigung an sich anzuerkennen, ist für den heutigen Frauenmenschen absolut essentiell. Wie auch für den Männermenschen anzuerkennen, das zog mir vorhin nochmal durch den Sinn, dass sie andere Menschen in aller Regel als Nutzvieh gegenüberstehen, also solange es ihnen Kram passt. Ich habe das selber erlebt mit Leuten, nämlich im Interviewen, das war das ganz konkrete Beispiel, und plötzlich wurden sie nicht mehr gesehen, obwohl ich mich, also ich sehe keinen Auslöser, außer dass ich dem Menschen keinen Nutzen mehr bringe, weil ich nicht mehr in sein Geschäftsprofil passe. So einfach wird dann der gesamte Mensch als Sache einfach abgehandelt. Da wundern sich ja die Frauen immer, dass sie dann in ihren Partnern irgendwie emotionslose Brocken vor sich haben, wo ich gesagt habe, Männer empfinden objektiv zur Welt und behandeln. Und für sie ist die Frau erst einmal auch eine Sache. Da mögen die Männer das abstreiten, wie sie wollen. Das zeigt sich ja gerade aus Frauensicht, die das andere Sensorien haben, ist sie klar hier in der Welt. Und das ist wohl, denke ich mal, Beweis genug. Also der Mann, der das Leben wirklich lieben lernt, der auch irgendwie Zwischentöne hören lernt, der an Pflanzen ein Anliegen hat, weil er sagt, ich möchte, dass es dem Baum gut geht, der auch die Leiden und Freuden eines pflanzlichen Wesens mitempfindet und ihn nicht nur irgendwie sagt, oh, ist schon schön gewachsen, jetzt kann ich mal daraus bald ein Schrankzimmer, wenn er groß genug ist, oder das Tier ist dann endlich mal reif, dass ich schlachte in die Pfanne hauen kann. So. Also wie auf Männerseite ist das irgendwie zu beachten gilt, jetzt wo niemand mehr da ist, der uns eine gesellschaftliche Ordnung vorgibt, der uns an die Kandare nimmt, außer natürlich der Staatsgott da, dieser Vater, der uns da immer mehr Regeln auferlegt und das Finanzamt, das uns gängelt, ansonsten legt uns ja niemand mehr Regeln auf, schon gar nicht im Zwischenmenschlichen. Da ist es für die Frauenmenschen ganz wesentlich, dass sie sich fragen, okay, die alten Zeiten auch nochmal betrachtend, die ich geschildert habe, was ist da getan worden, also in den letzten Jahrhunderten, dass das Frauenwesen auch gelernt hat, sich selbst eine Fassung zu geben über Tugendsames. Also ihre Kräfte, die sie hat, die sich auch in den Haaren ausdrücken, die da fließen wollen und deshalb auch nur nachts gezeigt worden sind, die waren tagsüber in einer strengen Zucht, in wunderbarste, auch sehr komplizierte Zöpfe und andere Gebilde mit Blumen etc. Geflochten und gehalten in einer Fassung, was ja eine männliche Kraft ist. Und da wuchs also schon ein Bewusstsein dafür, wann man sich das Maul eigentlich auszuwaschen hat mit Seife und wann nicht. Dafür dienten auch durchaus diese teils drakonischen Strafen, dass da etwas wachsen konnte, wie was wir heute ein Gewissen nennen. Daher kommt das nämlich. Und ich stehe in meiner Welt und sind natürlich auch die Frauenmenschen natürlich, also der Bewohner des Avatars, der kann jetzt, sage ich mal, die Puppen tanzen lassen oder er blickt wirklich drauf und kann dann sagen, okay, hat mein Frauenmensch denn schon, die Tochter der Göttin in mir, hat ihnen schon eine Fassung gewonnen oder ist das mit diesem Ego-Prinzip, ist das jetzt eigentlich so, dass ich vor allen Dingen überlege, vielleicht auch so in diesem Schlafesbewusstsein das Gefühl habe, so die ganze Welt steht mir irgendwie zu und deshalb mache ich immer Selfie mit den Blümchen, mit den Leuten neben mir, alles meins, verleibe ich mir die Welt ein und kann im Grunde gar nicht mehr unterscheiden, was denn öffentlicher Raum ist, wo andere Menschen eigene Befindlichkeiten haben oder wo es mein privater Raum ist. Das erlebe ich immer wieder, dass da eine Verwechslung da ist. Zum Beispiel im Supermarkt hat man das Beispiel, da laufen die Leute rum, du kannst da, wer weiß, wohin gucken. Abgesehen von der Zumutung, kann auch eine sehr hübsche Frau sein, wo du dann im Grunde alles dann gleich Wohlfall dargeboten bekommst, wenn sie sich bücken und so. Und wenn du aber, kam auf die Idee, vielleicht mal ein Foto zu machen, so von hinten und dann zu zeigen. Das sind die jungen Kerle, die Prollsprache nachahmen, so. Die halt durch unsere ausländischen Mitbürger hierher kamen und offenbar ist man von denen so beeindruckt, dass man dann gleich die Sprache dann irgendwie nachäfft. Und dieses immer sich gleich eifern und so laut, habt ihr selber gerade gehört. Ich erzähle euch mal ein konkretes Beispiel, was ich meine mit dem Überstülpen. Ich gehe da gleich rüber. So bin ich drauf. Das hat auch damit zu tun, dass es eben nicht privat, die mögen sich hier privat fühlen, es treiben, wie sie wollen, aber wenn nie andere Menschen sagen, Moment, das ist auch mein Raum,
Das ist ein öffentlicher Raum, in dem irgendwie der so freilassend sein sollte, dass jeder zu seinem Recht kommt. Dann muss jemand da auch mal, was früher normal war, die Eltern haben das eigentlich gemacht, oder auch eben andere Leute, dann einfach mal dem Einhalt bieten, weil die jungen Bengel, die ufern komplett aus. So, und schon ist Ruhe. Diese Art von männlicher Strenge insbesondere sind so eine Art Bande, die diesen, also eine Fassung, die diesen jungen Menschen, die insbesondere junge Männer brauchen, um nicht aus der Fassung zu geraten. Und ähnlich brauchen sie Frauen, Menschen. Wir haben genau eine Geschichte. Ich hatte mal eine, die mir auch eine liebe Freundin war. Und da war auch eine sehr existenzielle Verbundenheit durch Hilfe in Krankheit und so weiter. Und dann hatte ich eine besondere, eine Unternehmung vor, die mir eben sehr wichtig war. Und es zeigte sich dann, und irgendwann fragte ich, sag mal, ja, weißt du denn, was mir daran wichtig ist? Also sie sagte dann so, ja, und sie hätte das ja alles begleitet und so, mit ganz, ganz viel Gefühl war das irgendwie umgeben. Ach, ich bin so froh für dich und freue mich für dich. Und dann fragte, und es ergab sich irgendwann einmal fast zwangsweise, dass sie fragte, wofür genau freust du dich denn? Also was glaubst du denn, was mir das Ganze bedeutet? Und es kam raus, dass sie überhaupt keine Ahnung hatte. Also in den eigenen, im eigenen Kopf oder in der eigenen Seele sich irgendwas auszubrüten, was man glaubt, wie es den anderen geht oder was man glaubt, was in der Welt draußen los ist, dass man eben so wollüstig die Dinge, die Neuigkeiten einsaugt, aber irgendwie die anderen bleiben, es geht eigentlich um einen selber, um das eigene Kino in einem und gar nicht um die anderen Menschen. Das ist ein Verstoß gegen das Prinzip der Urfrau, die wohlgemerkt lernte, selber nichts zu sein, erst einmal und in den Wesen, allen Wesen zu leben und ihr Erleben mitzumachen. Und heute erlebe ich bei Frauenmenschen, und da, das ist halt die Abirrung, seitdem hier auch, Freiheit ist immer auch die Möglichkeit der Abirrung, dass das erwachende Selbstbewusstsein nicht genutzt wird, um in sich das soziale Geschehen, das man ja, für das man Antennen hat, für das man mitbekommt, weil man die Kanäle in verschiedenster Art und Weise hat und noch ein Bedürfnis sozusagen, in den Menschen, in den Dingen, in den Beziehungen zu leben, als guter alter Frauenmensch, dass man dieses erwachende Selbstbewusstsein nicht benutzt, um jetzt zum Gestalter dessen zu werden, was da so durch einen durchzieht im Bauch, was da grummelt. Nein, es heißt heute, das wären irgendwelche inneren Abgründe, die quasi in diesem Avatar selber sich abspielen würden und aus diesem Avatar irgendwie, ja gut, vielleicht nicht aus ihm stammen, aber das dann in dem, was dann in einem da so gärt und rumort und vielleicht auch modert, das sind dann irgendwie Verletzungen, die einem außen zugefügt worden sind. Und insbesondere, das ist jetzt der Plot, aber dass in einem der Schauplatz sein könnte, als heute mit Selbstbewusstsein begabter Frauenmensch in diesem Avatar, dass man dort, dass ein Schauplatz gewissermaßen in den Fokus gefasst wird von Strömungen, Gefühlsströmungen der verschiedensten Art. Ich denke bitte an die Love Parade, denke an die Ober-Unterströmungen und all das, dass man, was hier quasi, wie die Luft hier ist, die Luft ist dick oder dünn oder dies und jenes, wie an diesem Ort des Beziehungsgefüges, des Beziehungsgewebes, das uns alle weltweit miteinander empfindet, jetzt eigentlich die Lage ist, aus einem Lagebewusstsein heraus. Dafür wäre ein Innehalten, ein Selbstbewusstsein des heute erwachenden Frauenmenschen nötig und dafür wurde auch geschaffen. Stattdessen wird dieser Innenraum umgestaltet zum eigenen Partykeller. Auch natürlich fehlgeleitet durch die Interpretation der materialistischen Interpretation, dass also der Mensch, das sei hier in seiner Hülle eben drin und da gäbe es dann irgendwie da oben ein Gehirn als Computer und den Umkreismenschen, den unsichtbaren Menschen, der wird eben nicht begriffen heute. Darüber habe ich aber schon weitlich gesprochen gerade in den Anfangsteilen der Serie, das Grundproblem unserer Zeit. Dass also die Frauen dort, wo sie immer aushäusig sind, also dünnhäutig, immer in den anderen Leben, ihren Geschichten, die sie mitleben, mitklären, auch dann häufig nie zu Ende bringen, weil auch da eine Fassungskraft ist, weil niemand da ist, weil sie sich sozusagen dieses Stückchen Beziehungsbröckchen, was da immer hin und her und nochmal aufkocht zwischen Menschen, weil sie das quasi niemals auf den Tisch zieht und dann das einfach mal betrachtet, auch mit künstlerischen Augen, nämlich mit der Frage, was fehlt denn da eigentlich? An dem, was die beiden da haben. Was sind denn die anderen, da haben wir die Familienaufstellung nochmal, was sind denn die anderen Teilnehmer an diesem Drama, das ich da jetzt in mir so bewusstlos bewege, jetzt mal innehalten und die wirklich wie Männchen aufstellen und sagen, da haben wir Mama, Papa und da haben wir den und Verwandten und Onkel und einen Freund und da haben wir von hier etwas, das kam da rein,
So, und das mit verschiedenen Möglichkeiten untersuchen, um dann ein künstlerisches Gespür dafür zu bekommen, dafür sind die Frauen prädestiniert. Was will das werden? Was braucht es zur Lösung? Was muss ergänzt werden oder weggenommen werden? Oder auf welche Stufe muss es gehoben werden, um als ein Lebensgeschehen weitergeben zu können, als ein gehen zu können, als ein organisches Geschehen? Und auf jeden Fall, als ich diesen Menschen nämlich ja angeblich so lieb, diesen Frauenmenschen nämlich ja angeblich so überaus über alles schätzte, und da war ganz häufig das Wörtlein lieber Freund und so weiter gefallen, als ich dann einfach gesagt habe, es tut mir jetzt wirklich leid, aber jetzt muss ich einfach mal sagen, du hast überhaupt keine Ahnung, du hast mir die ganze Zeit offenbar nicht zugehört. Denn was du glaubst, weswegen ich jetzt da diese Unternehmung mache, die mir sehr wichtig war, das ist überhaupt nicht meine Motivation. Du bist erfüllt von irgendwelchen ganz allgemeinen, denk nochmal an die Archetypen, die ich geschildert habe, die Archetypen auch an Stimmungen, an Konstellationen und mit den Symbolen, die es da so gibt, von ganz allgemeinen Menschheitsträumen, von Aufbruch, Reise und Heldenreise. Ja, diese Empfindungen wogen jetzt in dir auf und ab, und zwar nur durch mich getriggert. Also du hast mich zum Auslöser genommen, um dann, also im Grunde auch missbraucht gewissermaßen, der Frauenmensch in dir oder die falsche Frau in dir missbraucht mich, meine Geschichte, mich als Individuum auch als Auslöser, um daran in sich irgendwie schöne Feuerchen entzünden zu können, an dem man sich wunderbar die Hände wärmen kann, wie, oh ja, die Menschheit, oh, und Glück und Trennung und Leid und so, also einfach Urmotive des Menschseins, mit denen die heutige Frau aber arbeiten sollte, um Tschaikowski oder sowas eben die Noten genommen hat und dann eben halt auch verschiedene Tempi und Stimmungen, um daraus eben halt verschiedenste Meisterwerke zu schaffen. So sollte eine Frau das in ihr verborgene Wissen und auch ein Talent für dieses Wissen, eine Begabung für dieses Wissen und so weiter, Empfänglichkeit und auch eine Suche danach, nach diesen Bildern, sollte sie heute benutzen, um zu erschmecken, mit welcher speziellen Aufführung habe ich es zu tun, bei all dem, wo ich sonst so irgendwie halt ohne Rand und Band, außer Rand und Band halt so irgendwie ja nicht Anteil nehme, sondern was mich überflutet so. Ja, und der, und ich kann gar nicht aufhören zu denken, und die armen Kinder im so und ach und da. Es geht ja immer ständig, oder, liebe Männermenschen? So ist es ja bei den Frauenmenschen, zu eurem eigenen Unheil, liebe Frauen. Denn dann irgendwann seid ihr dann einfach am Ende mit den Nerven. Und es geht einfach nur um das Innehalten. Und dazu gehört, dass ihr euch selber auf die Finger zu klopfen lernt, nämlich was ist privat und was ist nicht privat. Also etwas in die Welt zu stellen, in dem, das ist das, was heute auch, weil der Umkreis- und Bewegungsmensch als solcher nicht als Realität erkannt wird, dass unsere Willen, die werden ja noch nicht mal begrifflich formuliert in der heutigen Psychologie oder Medizin, unsere Willen, dass die tatsächlich irgendwie wie, also man redet von 5G-Strahlen und sonst irgendwas, aber die Willen der Menschen nimmt man nicht als Realität und auch nicht, dass die mit der Zukunft verbunden sind und so weiter. Ich will nur mal sagen, dass das alles Mögliche für real genommen wird oder irgendwelche Informationen im Wasser, die man da reintut und bespricht und mit noch wer weiß was für plasmischen, orgiastischen Dingen da irgendwie anreichert, auf dass man ja was denn noch heiler wird, länger lebt, fragt sich kein Mensch, was er da mit dem, ja irgendwie noch gesünder und noch länger und noch mehr Gesundheit, alles für mich. So, das nehmen wir alles für real, aber wir nehmen nicht für real die Wirkung böser Worte oder auch guter Worte. Wir nehmen nicht die Wirkung von gestaltenden Gedanken real, nicht, dass mein Sehnen, mein Mangel, sage ich mal, den ich schon so oft beklagt habe, dass das nicht irgendwas mit meinem Kindheitstraumata zu tun hat, dass er auch nicht, in meinem Fall zumindest jetzt erstmal, nichts mit irgendwie einem Anspruchsdenken zu tun hat, sondern dass in unserem sozialen Organismus mir der Auftrag als Leber, wie auch immer, nennt mich welches Organ auch immer ich es gerade darstelle, mir der Auftrag zuteil geworden ist, eine gewisse Produktionsaufgabe zu leisten. Und dadurch schuldet mir der Rest des Organismus in diesem Moment seine Kraft. Das ist ein Gesetz. Und das können Frauen eigentlich wahrnehmen, sofern sie das nicht alles subjektiv und so persönlich nehmen. Die Welt ist jetzt zu meinem Vergnügen da, wie mit den Handys. Oh, Knips und Knips und Knips, das im Gesicht und das im Gesicht und das im Gesicht. Oh, und immer in Gefühlen, sich von Gefühlen, also sag ich mal, im Gefühlsbad irgendwie dann in diesen verschiedensten Wogen, in den schäumenden Wogen auch von Hollywood-Filmen, wo ich gesagt habe, da kann man so schön weinen, ach, so herzlich lachen, ach, ist das Leben bunt, ach, und so weiter. Immer diese, ne, vokalische Richtung Orgasmus unterwegs dann so. Sondern da muss man sich auf die Finger hauen und sagen, was ich in mir
Was wir im sozialen Raum tun, was du dem Geringsten unter meinen Brüdern getan hast, ist da die Vorlage. Das hast du mir getan. Das heißt, es lässt sich, also jeder, so wie sich ein guter oder schlechter Gedanke oder ein Gefühlsimpuls auf Wasser auswirkt und wir daran sehen können, es hat eine Wirkung. Genauso teilt sich alles, was wir machen, ob wir es verheimlichen wollen oder glauben, verheimlichen zu können oder nicht, teilt sich dem gemeinsamen sozialen Organismus mit. Ich wiederhole, alles, was wir fühlen und auch nur denken über andere Menschen, was wir da wollen, teilt sich dem gesamten sozialen Organismus wird, ob es den Einzelnen aufgrund ihrer Erklärungsmodelle zum Beispiel auch zu Bewusstsein kommt und sie das richtige Verständnis für die Dinge haben oder nicht. Ich erinnere an Lukas Möller, wo dann so ganz komische Jonglageprozesse stattfinden, dass man dem einen irgendwie, dass man plötzlich sein ganzes Leben selber ändert, also anders handelt, als man eigentlich es irgendwie in sich trägt, um dem anderen das Gefühl zu ersparen, die Angst zu ersparen, verlassen zu werden oder was auch immer es sei. Gerade Frauenmenschen sind ja da extrem anpassungsfähig, dass sie das komplette in komplette Rollen schlüpfen. So wie Papa, Kind, Kind und da fehlt jetzt noch die Mama, okay, ich erfülle die Rolle und dann wechselt das Bild, weil man hat sich geschieden und dann schlüpft die Frau gerade wieder in die nächste Rolle. Habe ich unendlich Male erlebt und nach 20 Jahren heißt es, ich habe mein eigenes Leben ja gar nicht gelebt. Das eigene Leben wäre heute, dass man sich als Sozialarzt oder so versteht, der die Kompetenz hat, das, was früher von außen in den Gemeinwesen von außen geregelt worden ist über Brauchtümer, das jetzt selber zu machen aus einer Erkenntnis dessen, einer sozialkünstlerischen wirklichen Erkenntnis dessen, was da werden will. Und da muss man als allererstes lernen, dass das, was ich denke, fühle, niemals privat ist. Und wenn jetzt irgendwie dieser Frauenmensch, über den ich da, dessen Namen ich nie genannt habe, ich habe noch nicht mal den Ort genannt, wenn dieser Frauenmensch jetzt befürchtet, dass irgendjemand davon erfahren könnte, dass sie das Gastrecht verletzt hat, oder dass ich das zumindest so darstelle, also sie sich jetzt in die Öffentlichkeit gezerrt fühle, sprich, wie es früher in der Gemeinschaft war, tritt doch mal hervor, Friederike oder wie auch immer du heißen magst oder Petra oder so, die Männer auch, tritt doch mal hervor, noch nicht an den Pranger, aber so in die Richtung. Und jetzt verantworte dich doch mal vor der Gemeinschaft, warum du so getratscht hast. Warum du zum Beispiel ein falsches Zeugnis abgelegt hast gegen jemand anderen. Und es war immer die Sphäre gegeben, dass du dich in deinem Verhalten, sowohl auf der männlichen Seite, also wo du männlich ganz klar messbar etwas auch verfehlt hast, und auf der anderen Seite, wo du ein sozial schädigendes Verhalten an den Tag gelegt hast. Zwei völlig verschiedene Sphären. Und dort wurdest du von der Gemeinschaft immer auch mal vorgeführt, so, weil nur dadurch in dir derjenige, der glaubt, nach dem Lust- und Laune-Prinzip es handeln zu können, so nach dem Motto, die anderen gibt es ja gar nicht und das ist ja jetzt doch deren Bier. Also die realen, sozialen und seelischen zu existierenden Zusammenhänge zu leugnen, ja dem wurde jetzt dann richtig der Marsch geblasen. Und vorgeführt wurde man von der Gemeinschaft deshalb, damit man auch nochmal vor Augen geführt bekam, das sind die anderen, die ja letztlich dann sich das Maul zerreißen, wenn es schlecht läuft oder auch nicht mehr gut schlafen können durch das, was du ihnen jetzt da irgendwie, was du jetzt da getan hast. Du bist jetzt mit dem fremdgegangen und das hat jetzt da aber, oder hast auch nur den Gedanken dazu, selbst der Gedanke teilt sich mit, dass du irgendwie, wo du glaubst, es sei deine Privatsphäre in deinem Inneren, die gibt es einfach nicht. Eine Privatsphäre gibt es nur da, ich wiederhole es noch einmal, wo du etwas zart an deinem Busen näherst, das auch wirklich überhaupt keinen Öffentlichkeitsgehalt oder nichts an sich hat, was irgendwie irgendeine Sau interessieren würde, weil es einfach etwas ist, was der andere dir anvertraut, eine zarte Seelenregung. Und das ist auch so zart unter euch als Freunde in einem Freundschaftsband, dass auch da niemand irgendwie, es würde niemals öffentliches Interesse erregen. Und das bleibt einfach dann in diesem Raum. Das ist wirklich privat. Mein Handeln ist sowohl auf der Straße Gegenstand der Öffentlichkeit, als auch mein Reden und mein Denken ist immer Gegenstand der Öffentlichkeit, weil ja immer irgendwann einer mal da sein wird und sagen, du, ich habe gehört, der Thomas hat gesagt, er hat sich so und so gefühlt. So, nein, das Recht hat er nicht, das stimmt gar nicht so. Und da sind wir bei einem der größten Probleme dieser Zeit gelandet, dass wir uns wechselseitig immer das Recht absprechen, so zu empfinden. Meinetwegen, jetzt sitze ich in der Sonne, jetzt geht's gerade noch, aber ich könnte sagen, die Sonne, die brennt mir da auf die Platte, weißt du, weil ich habe jetzt halt einfach eine Glatze bekommen.
Und alleine sowas öffentlich auszusprechen, ist gar nicht so einfach für jemanden, der mal wunderbar belockt war. Aber ich bin einfach so ehrlich, ich teile es mit und sage, ja, mir wird es schnell zu heiß und mir brennt es. Ja, wieso? Das ist doch gar kein Brennen. Wieso? Da kann man doch mal aushalten und so weiter. Ja, weißt du, das ist jetzt in meiner Haut. Ja, in meiner Haut hängt doch damit zusammen, ob ich Haare habe oder nicht, ob ich groß bin oder klein bin, wo ich eben als Menschenkind mit der Beschaffenheit dieses Avatars und mit der Nahrung, die mir sowohl physisch als auch seelisch zuströmt, wo ich da eben stehe. Und wenn es zum Beispiel alle anderen meinen, einfach weil niemand mehr das Maul auswäscht oder niemand einfach mal sich vor die Gemeinschaft zitiert, meinen, sie könnten sich hinter ihren Computern verstecken und können dort allerlei Zeug posten oder einfach nur nachts in die Welt oder tags oder wann auch immer und über diesen Spacken Thomas sich wer weiß was denken, dann sind das Dinge, die in diesem Fall zu mir strömen und die versengen mir genauso die Haut. Und es würde der Heilungsprozess schlagartig beginnen, wenn wir uns wechselseitig erst einmal sagen, wie läuft es denn sich in deinen Mokassin Größe 46 mit irgendwie mit einem Senkfuß, wie läuft es sich in deinen kleinen Größe 22 und so weiter. Und das einfach als Realität annehmen, liebevoll in uns hineinnehmen. Anstatt uns ständig jetzt auch bei diesem, die Verteidigung, die beginnt schon, wurde ich jetzt schon da angeschrieben und so, und was ich da jetzt nicht in die Öffentlichkeit stellen würde. Und ich kann da nur sagen, das ist keine Privatsache, denn immer da, wo andere Menschen involviert sind, weil wir das unseren Freunden erzählen, den Bekannten, und einer hat was gehört, das, es ist immer eine Sache der Öffentlichkeit, ob es Menschen das bewusst besprechen oder ob es sich nur in der Schlafesphäre mitteilt. So wie wenn in diesem Baum hier oder in diesem Baum, wenn da irgendwie etwas in die Erde geleitet wird über diesen Baum, was ein Gift ist, dann reagieren alle anderen sofort, weil sie stehen in Verbindung. Und das mal wieder ernst zu nehmen, dass wir da Dinge in uns tragen, zum Beispiel hast du gehört, der so und so, die trennen sich jetzt oder da kriselt's. Okay, das weiß ich jetzt. Und durch mich sickert dieses Wissen, das ich aber nicht weiter verarbeite in Richtung eines Lösungsansatzes, wie man denn helfen könnte, den beiden da irgendwie aus ihrer Situation rauszukommen oder auch zu verstehen mit Familienaufstellungen, die man für andere macht, nicht für sich selbst, was denn da in diesem Umfeld eigentlich da, wie da die anderen da ihre Antipathien ständig dagegen dieses Paar zum Beispiel loslassen und muss nicht ausgesprochen werden, nur gedacht und gefühlt. Also anstatt, ich habe die Information, mache nichts mit dir, sondern lecke daran wie an einem leckeren Eis, so wieder schön, wieder eine Neuigkeit, und dann schlucke ich die. Und die wandert ganz real, also sickert aus der im Grunde Fäulnisflüssigkeit oder hier so Sicker, wie ist das da bei Sickergruben hier, ne? Da sickert dann im Grunde unverarbeitetes, unverdautes Zeug, sickert dadurch in den Seelenleib der ganzen Gemeinschaft. Oder in dem Pflanzenleib ist ja nur noch egal. Weil ich damit nichts mache, außer es so für mich behalten und eben halt dann es halt irgendwie zu wissen. Das sind Realitäten heute im Leben. Also alles, was ich aufnehme, insbesondere als Frau, und ich meine es nicht nur in einem viel zu häufig erfolgenden Partnerwechsel aufgenommene Geschlechtsorgane und Samenflüssigkeit, ich meine vor allen Dingen auch, wie es anderen Menschen geht und wie ihre Situation ist. Je mehr wir, und das sind wir heute mittendrin, je mehr wir das nicht wissen oder es verweigern, dass jede Information, meinetwegen auch, wie es gelaufen ist mit diesen Frauen, Menschen und mir, und mit der Situation jetzt nur in uns ihr berauscht im Sinne von, oh, oder denkt dir eine Emotion aus, oh, oder ne, die Uremotion. Und einfach nur das irgendwie so uns irgendwie das dabei belassen. Und wo wir nicht mitgestalten, das, was an uns herangetragen worden ist, wie die fleißigen Ameisen, da im Boden dann etwas dahintragen und da kommen andere, die Läuse, und die machen was daraus. Es wird immer etwas daraus gemacht und nicht nur Gerüchteküche geschürt, sondern halt nach Lösungen gesucht, wie man jetzt irgendwie diese Blockade da in diesem sozialen System, wie man die jetzt wieder auflöst, weil es ist ja eine Blockade. Ich habe mich einfach zurückgewiesen gefühlt und kann sogar, ob das jetzt einer annimmt oder nicht, das heilige Gastrecht anführen und kann sagen, es sollte in heutiger Zeit doch mindestens noch der gesunde Menschenverstand oder ein grundlegendes Menschengefühl irgendwie da sein, da wenn jemand für mich irgendwie hunderte von Kilometern fährt, das nicht zu relativieren, ja, der war ja sowieso unterwegs oder, naja, der hat doch bestimmt selber, egal wie. Selbst das Relativieren, ja, ich habe es vergessen, weil es ist für mich ein Schmerz. Und wenn ich sage, ich empfinde es als Schmerz, mir es auch wegzudiskutieren, ist genauso ein Gift. So wie
bei dir, wenn einer dir deine Befindlichkeit wegdiskutiert, und deshalb sollten wir uns als allererstes mal fragen, sag mal, wie geht's dir denn eigentlich jetzt? Lass uns mal nicht streiten. Erzähl mir doch erstmal, wie es dir gerade geht. Ja, ich könnte kotzen und das und das und so weiter. Das mache ich ein andermal, vertiefe ich das. Vieles ist auch schon klar geworden, aber wie gesagt, das dringt jetzt in die Menschen. Was werden die Menschen tun? Sie werden sympathisch, antipathisch, werden sie dazu Stellung nehmen. Die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht, die anderen enthalten sich. Wie wir das jetzt vom Parteiensystem her gewohnt worden sind. Was wäre zu tun, mit unseren sympathischen Kräften der Einfühlung in die Haut der jeweiligen Beteiligten zu schlüpfen und vielleicht mit den antipathischen Kräften, ich habe das vor vielen Videos mal erwähnt, dann uns zu besinnen und zu sagen, okay, wie stellt sich mir die Situation denn da, die Lage? Wie kam es auch zur Lage? Vielleicht gab es auch Versäumnisse von anderen Seiten. Und bräuchte es jetzt vielleicht irgendetwas, vielleicht dem Frauenmenschen da zu helfen oder so, sodass insgesamt, es geht ja in aller Regel nicht um die beiden Menschen, sondern es geht ja in aller Regel um die draußen rum, um den Bewegungsumkreis Menschen. Um jetzt dafür, für ein Verteilen dessen zu sorgen, was zu verteilen ist, für ein Auflösen, für ein Überführen, für ein Annähern und so weiter und so fort. Alles, was ich beschrieben habe für die Urfrau. Aber, um es noch einmal zu sagen, es wird heute, da können wir ja gerade mal umschauen, dass die Mädels halt einfach durch diese Sinnlichkeit, die ihnen gegeben ist, die Sinne benutzen, um sich in sich wohlzufühlen. Also das immer das Zwirbeln mit den Haaren, das habe ich, ne, so. Oder die sich in den Spiegel schauen und bürsten oder ins Handy schauen und wie findest du mich und Posen machen. Es ist immer diese Frage, ja, wie findet ihr mich jetzt? Das ist nicht die Frage, sondern meinetwegen, sondern habe ich aus dem, was zu mir gekommen ist, habe ich jetzt das Rechte gemacht? Also der Blick der anderen, auch der Männermenschen auf die Frauen wäre so, dass ich sage, ist das eine, die nur tratscht und lästert und jede Verantwortung von sich weist? Oder ist das eine, die so in der Welt steht, auch liebevoll wie das Aschenputtel, dass die dann zur Königin da eben wurde und alle anderen königlichen Gestalten, Isabella vorne, oder hast du nicht gesehen, die als Freifrauen durch die Geschichte gegangen sind und ne, so, dass sie dann eben sich liebevoll und das Volk gemischt haben und geguckt haben, dass dort die Verhältnisse besser werden. Denke noch einmal aus dem letzten Video an Nikolaus von Flü, wo man sich dann in einem Glauben und Vertrauen an diese Menschen wendet. Haben sie Vertrauen, also diese Frauen, auf die wir dann blicken, das spiegelt sich auch in der äußeren Erscheinungen, auch jetzt in den Augen dieses Frauenmenschen, ist es ein gütiges, verstehendes Wesen, dass sie auch immer wirklich bemüht, so wie sie sich um die Pflanzen und die Rosen bemüht, dass die gedeihen und dass auch alle miteinander können, bemüht sie sich auch im Sozialen so, dass alle miteinander können, findet sie zum Beispiel eine Geste der Versöhnung oder auch das ein Wort des Bedauerns zum Beispiel jetzt an meine Adresse und ein Wort der Beruhigung vielleicht auch an die Adresse dieses Frauenmenschen und da vielleicht dann auch noch pädagogische Hilfe, dass dieser Frauenmensch dann lernen kann, dass es ja tatsächlich im Sinne eines Höheren so ist, dass gewisse Dinge zu erfolgen haben im sozialen Organismus und sie da halt einfach mal jetzt irgendwie loslassen muss von ihren allzu persönlichen Befindlichkeiten, die auch in dem Fall in einer ständigen Überforderung resultieren. Man hört das, obwohl man den Alltag mit Sicherheit anders organisieren kann, höre ich auch dort, wie fast bei allen Frauenmenschen, ach, und bei uns ist hier schon wieder so viel los und das ist so viel los. Das muss einfach gar nicht sein. Der Sog, der nicht gestillte Sog in einem Frauenmenschen ist das, der quasi von hinten so durch die Brust ins Auge, wie das Skorpion da mit dem Schwanz da drüber kommt und man gar nicht weiß, wer ist der Verursacher. So hinter der Kulisse die Strippen ziehen, ich habe das nun schon häufig gebraucht, wo der Frauenmensch sich im Grunde selber die ganzen Aufregungen und die Dinge, die angeblich zu sein haben, an Land zieht, sodass man niemals das eine machen muss, das heute an allererster Stelle stehen müsste, Stopp sagen, innehalten und dann in der genannten Art und Weise das Ganze künstlerisch reflektieren. Was ist mir denn jetzt zu Ohren gekommen? Was ist das, was in meinem Bauch krummelt? Und wozu will es werden? Denn in mir oder meiner Schwesterngemeinschaft liegen die Früchte, wofür die Speisekammer, die früher von den Frauen verwaltet worden sind, oder der Schlosspark oder was auch immer, ein Sinnbild ist,
und auch ein Übungsfeld gewesen ist. Denn in uns, in unserem Reichtum, dem Fantasiereichtum, in den Möglichkeiten, die wir auch sehen, ersinnen können, da liegen die Heilmittel, um das, was unheil ist, auf irgendeine Art und Weise jetzt, um es das im Sinne der größeren, des größeren Ganzen auch heilen und weiter sich entwickeln zu lassen. Dein Thomas Christian.